Sekunde. Ist das Revier da zuständig fürs Hofbräuhaus? Ja, mein Hofbräuhaus mehr für die Folgen vom Besuch vom Hofbräuhaus. Ja, gehen Sie rein, da werden Sie bestens bedient. Verlangen Sie diesen jungen Herrn da, Heindl. Heindl. Heindl heißt er. Dann merkt ihr doch endlich den Namen. Ja, ja. Er ist zuständig für Fremdsprache. Ja, vielen Dank auch. Habe ich dich geweckt? Nein. Schlaf nur weiter. Außerdem habe ich Kopfweh. Ja, ich schlafe halt ein bisschen. Ich habe auch Kopfweh. Es geht da schon weg. Was? Was? Der Kopfweh. Okay, deins natürlich. Ui, halt so schön. Dann wollen wir recht vorsichtig miteinander umgehen. Ja, denk dran. Recht vorsichtig. Ah! Jetzt hat schon zum dritten Mal gerade. Sauber. Ich weg am Papa. Du untersteh dich, ja? Der hat Nachtdienst gehabt. Außerdem hat er Kopfweh. Du, ich hätte da noch ein Problem. Was? Ach, warum hast du denn das nicht gestern gesagt? Was ist das denn? Zeig her Mathe? Na, Mathe mache ich doch mit dem Ferkel. Aber weißt du, sein Vater hat studiert. Und mit einem Akademiker tut man sich halt doch leichter. Ich sag. Polizeikommissar Schöninger. Ein Stereo-Kopfhörer. Digga, sei ja mal Start. Was? Da hast du einen Prospekt. Nichts. Aber nimm nur den. Lass dir ja keinen anderen andrehen. Ja, na, wer ja, wenn ist alles klar ist, ins Bett komm ich am Nachmittag heim. Na, am Nachmittag wollen wir einkaufen gehen. Muss denn das sein? Ein Kopfhörer. Du, dir gib jetzt gleich einen Kopfhörer. Entschuldigen Sie, ein Kopfhörer. Herr Heine. Ach, der Moosgruber ist nicht gekommen. Ein Bus. Der kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Schwer. Aber dass er gestohlen ist, ist noch nicht erwiesen, gell? Ich will ja nicht viel sagen, aber 3 Wochen in Italien ist nichts passiert. Aber in München. Ja, ich wollte ja durchfahren, aber er unbedingt ins Hofbräuhaus. Naja, das ist ja ganz gemütlich, ne? Versteht das Sie? Ah ja, ja, natürlich. Dankeschön aber. Waren Sie schon mal im Hofbräuhaus? Ja, vor 15 Jahren mal. Ach, wo sind Sie denn hier? Aus München. Und da gehen Sie nicht ins Hofbräuhaus? Das ist aber lustig. Naja, wenn ich aber geahnt hätte, dass man uns hier den Bus klaut. Wann? Als wir heute Morgen starten wollten. Da war er weg. Ja, typisch München. In München werden nicht mehr Autos gestohlen wie in anderen Städten auch. Tunst du nicht so, wie wenn München eine kriminelle Hochburg wären. Lies uns die Kriminalstatistik. Halt dich raus, du bist jetzt nicht im Dienst. Außerdem ist heute Föhn. Föhn? Ja, habt ihr schon was rausgekriegt? Aha. Ja, sehr schön, ja. Ja. Ja, okay. Also, Ihr Bus ist da. Ja? Ja. Ja, Sie sind im Halteverbot gestanden, also abgeschleppt worden. Na, das ist aber nicht mehr lustig. Sie können ihn am Gottfried-Böhm-Weg können Sie ihn abholen. Wo? Gottfried-Böhm-Weg. Wo ist das denn? Obersendling. Na, ah, halt. Na, wären wir doch bloß durchgefahren. Was sollen wir denn in München? Richtig. Ja, ich wollte ja gar nicht in München. Was, du wolltest? Ich du, vielleicht? Du wolltest doch ins Hofbräuhaus mit Gewalt. Das ist Föhn. Ach du lieber Gott, na, nur lass uns mal bloß abhauen hier. Jetzt habe ich langsam Sendling. Föhn. Komm, jetzt nimmst du das Gepäck. Was heißt jetzt? Haben wir vorher auch schon das Gepäck gehabt. Doch, ich weiß nicht. Meinst du, hab ich ja geschleppt. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Du wolltest ja gegen Italien. Du bist es gewesen. Gegen Italien. Ich mach jetzt die Tür auf. Ja, doch. Ich mach's auch wieder zu. Vom Moosgruber immer noch nichts. Doch, die hat vorhin angerufen, der kommt gleich. Ah, und ich depp, ich steh Eis auf. Ja, du kannst doch gleich wieder heimkommen, wenn er da ist. Nein, das mag ich nicht. Wir gehen dann noch zum Einkaufen. Er schafft das wieder in Dockheit. Ah, bist du auch so mit? Guten Morgen. Ich möchte entschuldigen, dass ich ein bisschen später dran bin, aber ich war noch beim Doktor. Ja, Moosgruber. Habt ihr daheim auch schon Föhn gehabt? Au! Nein, gegen dir bin ich drin. Da oben machen wir die Schleife rein mit der Aufschrift. Dem lieben Hauptkommissar Hölzenmüller zum 45-jährigen Dienstjubiläum und seiner lieben Polizeiinspektion
eins. Ja, das passt da nicht alles drauf, oder du musst ganz kleine Buchstaben nehmen? Na, das geht nicht. Das kann man ja nicht lesen. Man muss ja wissen, wer es zahlt hat. Ja, das sag ich ja. Was kostet die Schleife, wenn es fertig ist? 30 Mark, wenn die Buchstaben aus Gold sind. Silber? Das Gleiche. Okay, da kostet es drumherum mehr, wie das, was drin ist. Das ist doch immer so. Bei der Pommeriere, die du die vorige Woche mitgebracht hast, da waren auch der Karton und die Schleife schwerer als die Pralinen. Du, dem Hölzlmüller sagen wir, dass er lieb ist, das ist billiger. Ja. Schreiben wir nur zum 45-jährigen Dienstjubiläum oder nur zum Jubiläum. Ja, wenn Sie so wollen, dann habe ich es ja vorrätig. Was der Schleife zum Jubiläum kann ich immer brauchen. Ich habe sie ja auch als 30-Jährige. Ja, und bist immer noch Kommissar. Hab ich dir nicht gesagt? Dass wir ganz vorsichtig miteinander umgehen wollen, gell, Papa? Ja, also da machen wir links und rechts eine Flasche Wein hin und in die Mitte geben wir eine Ananas. Okay, der weiß doch gar nicht, was eine Ananas ist. Na, eine Wurst und ein paar Bixen des Kinder. Was ist denn das für Schinken? Bärenschinken, russischer. Bärenschinken? Interessant. Mama mag da einen. Mhm. Ich hab gar nicht gewusst, dass es noch Bären gibt. Mhm. Und was ist das? Italienischer Parmaschinken. Ah. Mhm. Ja, da gehört ja eigentlich eine Melone dazu, gell? Mit? Ja. Was ist das? Echtes Schwarzgeräuchertes aus Niederbayern. Mhm, interessant. Mhm. Haben Sie Brot? Nur Weißbrot. Na, da gehört auch Schwarzbrot dazu. Na, nehmen wir doch lieber was anderes, ne? Das schaut schön aus. Was ist denn das? Gänseleber. Die ist aber im Stück verpackt. Wie viel kosten die? 200 Gramm 59,50. Ja! Mei, für das Geld kriege ich eine ganze Gans. Na. Weißt du, Mama? Wir kaufen eine ganze Gans. Mhm. Die Leber kriegt der Hölzlmüller und die Gans, die essen wir. Haben Sie ein Bier? Nein. Ich brauche ein Bier auf die Brotzeit. Ich gehe jetzt rüber ins Hofbräuhaus. Mhm. Da war ich 15 Jahre schon immer. Da ist Geld. Ja. Kauf du schon ein für die Kopf, dann hörst du mir. Das ist dann in einer Stunde erledigt und der Kopf wird Ihnen dann zugestellt. Ja, Polizeiinspektion 1. Wissen Sie schon, wo das ja, ist? Ja, ich weiß Bescheid. Doch, ja, kenn ich. Und schauen Sie bitte, dass das ein bisschen sicherer ja, verpackt wird. Ja, da brauchen Sie keine Angst haben, das machen wir schon. Dazwischen, weil das ist da so viel Glas. Oh, gnädige Frau. Was? Oh mein Gott! Aber, oh! Oh, Verzeihung! So was Ungeschicktes von mir, das hätte nicht auf die Ecke stehen sollen. Entschuldigen Sie. Also, das ist so: Der warme Wind kommt vom Süden über die Alpen. Und vom Norden kommt der kalte Wind. Und die treffen sich da. Stehen zusammen und vertragen sie nicht. Und der warme Wind wird von dem kalten Wind runtergedrückt. Der kommt nach München und das ist der Föhn. Ja, aber das ist doch kein Grund, dass man so Kopf hat und dass er jeder spinnt. Ja, jeder spinnt ja nicht. Nur der echte Münchner. Schau mal, das ist ein früherer Kunde von mir. Okay. Ja. Der war einmal ein Gammler, dann war er ein Rocker, dann ein Hippie. Oui. Jetzt ist er ein Künstler. Na, der wird schon nur was Anständiges. Geh, Papa, schenk ihm was. Das darf ich nicht, weil eigentlich darf ich hier nicht spielen. Ach, schenk dir was. Ah ja, das mache ich du heute mal. Hast du mein Geld da schon? Nein, das hast du. Du hast da vorher bezahlt. Das war ja eben noch da. Ja, dann muss es da sein, wenn es vorher noch da war. Das muss ja da sein. Ja, dann muss es da sein. Das muss ja da sein. An so Taschen gehört halt der Reißverschluss. Heute, wo jeder zweite klaut. Ja, das muss ja da sein. Wie viel waren drin? 800 Mark. Um Gottes Willen. Ja, ich wollte ja noch die Miete zahlen und einen Anzug für dich. Da, ich hab nicht einmal einen Anzug, der mir passt. Und sie verliert das Geld. Ja, ich verbrauch weiß Gott nichts für mich. In meinem Alter hat ein anderer eine Frau, eine Freundin und zwei Autos. Ja, der hat auch einen Führerschein. Und wenn du nicht so dick wärst und einen Führerschein hättest, dann hätten dich schon längst befördert. Bis jetzt habe ich immer so viel verdient, dass meine Frau nicht arbeiten muss und mein Bub studieren kann. Was schreien Sie denn die arme Frau so an? Das ist meine Frau. Das mischen Sie sich doch nicht ein. Das geht Sie doch gar nichts an, wenn mein Mann mit mir schimpft. Achtung. Ein wunderschönes Wetter heute. Ja, wo
wunderschön. Nee, die Frühlingssonne macht so angenehm müde. So. Aber so viele Hippies sind hier. Musiker an allen Ecken, ist denn das erlaubt? Nein, ich glaube nicht. Ja, aber sie tun es trotzdem. Naja, das ist doch gerade das Nette. Schauen Sie die entzückenden Tauberln da oben. Oh ja, die sind geil. Sie sind ein Oh. Der Herr Baron. Ja, der Herr Baron. Herr Baron? Guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Na, was sagt's? Sechsmal hat der heute schon gesagt. Dabei ist erst Mittag. Hab beim letzten Mal da ein Pech gehabt. Da war ein Hunderl in der Tasche. Ich brauche einen Arzt. Mein, was Sie jetzt brauchen, ist ein guter Rechtsanwalt. So, Susi, jetzt darfst den Herrn wieder loslassen. Komm. Das ist sehr lieb. Komm, Susi. Braver Hund, lieber Hund. Und besser aufpassen. Ach, mein Befro. Das ist schon eins, zwei. Nein, es fehlt gar nichts, gnädige Frau. Na, das darfst du ihm schon glauben, wie das sagt. Ach, glauben tut er wie ein Rabe, aber sonst ist er ehrlich. Ja, dann entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Darf ich vorstellen, Herbert Wendel, genannt der Baron, meine Frau, ein Opfer von Ihnen. Angenehm. Gleich. Wie haben Sie den Winter verbracht, Baron? Fahrt. Ein bisschen Frankreich. Ein bisschen Paris. Lieber Herr Hölzl-Müller, zu Ihrem 45-jährigen Dienstjubiläum unsere herzlichen Glückwünsche. Als kleine Aufmerksamkeit erlauben wir uns, Ihnen diesen wirklich wunderbaren Fresskorb zu überreichen. Was anderes ist uns nicht eingefallen. Und wir wünschen Ihnen, dass wir Sie noch recht lang bei uns haben. Fein sein, beieinander bleiben. Haben Sie mir wirklich eine große Freude gemacht. Aber sind Sie mir ein bisschen nicht böse oder gar beleidigt. Den Korb, den müssen schon Sie leeren, weil ich ja gar nichts davon essen darf. Ich muss ja streng Diät leben. Ja, das wissen wir schon, Herr Hülsmüller. Bleiben Sie gesund. Frau May, wieso, das sagt man doch nicht. Das dürfen nicht einmal Sie sagen. Ja, das hätte er mir ja denken können, dass Sie auf der Seite von der stehen, ne? Haben sonst eine Beschwerde? Freilich, aber ich habe Zeit. Kümmern Sie sich um Ihre Leute. Dankeschön. Bitteschön. Mein Hund ist weg. Der Astor. Gehören Sie auch zu dem Hund? Nein, ich gehöre zu der Dame. Sie müssen sofort das Unternehmen. Hier ist die Quittung, dass ich immer pünktlich die Steuer bezahlt habe. Ja, wie ist er denn weggekommen, der Hund? Ja, hier der Herr Pfafferoth, der wo bei mir in Untermitte wohnt, der hat ihn zum Einkaufen mitgenommen und da wartet der Astor immer vor der Tür. Und wie der Herr Pfafferoth wieder herauskommt, ist der Astor weg. War er angehängt, der Hund? Ja, das nicht. Dann hätte er ja nicht abhauen können. Ja, vielleicht ist er einer Hündin nachgelaufen, die läufig war. Müssen Sie denn immer an sowas denken? Entschuldigung. Na mei, jetzt im Frühjahr nicht, aber vielleicht ist er möglicherweise gestohlen worden. Da treibt sich jetzt hier in der Gegend einer rum ein Hundefänger und der fängt die Hunde serienweise und gibt sie gegen Lösegeld an die Besitzer zurück. Und die zahlen natürlich, ne? Klar. Weil neulich hat einmal einer nicht bezahlt, was war, es ist mit der Post der Backerl gekommen und da war das Fell von dem Hund drin. So ein Lump, der kehrt da gleich auf, King. Ja, gleich. Was hat er denn für eine Rasse? Ja, Rasse hat er. Weißbraun gefleckt. Also, ist ein edler, ein englischer Rüde. Ja, ein, so eine Art Bulldogge. So schaut er aus, bitteschön. Ah, ja. Ja. Das ist ein edles Tier. Ja.
Der bringt ja mindestens seine 40 Pfund Lebendgewicht auf die Waage. Bei mir fällt keiner vom Fleisch. Der bekommt jeden Tag zweimal warme Fleischspeisen. Ja, und zur Nacht da bekommt er noch eine Mehlspeise, damit er durchschläft. Aha. Ja, ich weiß nicht, Diebstahl? Na, ich würde eher sagen, vielleicht ist er entlaufen. Laufen kann er doch noch. Ja. Ja, geben Sie halt eine Verlustanzeige in der Zeitung auf. Hat er eine Adresse ums Hals aber gehabt? Ja, diesmal, normalerweise hat er immer am Hals, ja, aber diesmal... Nichts am Hals gehabt. Und ich behaupte, er ist gestohlen. Und ich ahne auch schon, von wem. Frag Sie, mein Wisser. Lass uns die Dame ausreden, wenn sie etwas weiß oder sagen will. Unser Zivilpolizist. Ja, ich beobachte nämlich schon seit längerer Zeit einen gewissen Mann. Sie, und der hat so viele Hunde immer an der Leine, gell? Ja, und der vertauscht die Vieren so schnell. Das kann nicht so schnell schauen von uns, gell? Das bemerkt aber noch außer mir keiner, gell? Der kein Mensch hat mehr Zeit für seine Mitmenschen. Aber das macht er alles nachts heimlich, gell? Das merkt nur ich, Herr Ruhl. Oh, das ist er, der mit den langen Haaren. Zwei Stück hat er dabei. Man, dass der da schier so reinkommt. Das darf Ihnen so passen, gell? Ja, mei, er soll Ihnen schreck von gar nichts drauf. Geh. Okay. Guten Abend. Entschuldigen Sie, aber was machen Sie mit den Hunden da? Wieso? Polizei, das sehen Sie doch. Ich gehe spazieren. Können die Hunde rein? Da müsst ihr verrückt sein. Würden Sie mir das bitte erklären? Ja, führ halt die Hunde von fremden Leuten aus. Ist da jemand krank mit oder so? Aha. Ja, einer muss das ja tun. Oder tut's vielleicht die Polizei? Ja, und? Weiter? Ja, fang doch mal Frau Kehr an. Die wohnt da. Da gehört der da. Weil die trauen sich nämlich nachts nicht mehr rein auf die Straße mit dem Hund. Weil die Polizei nicht für ihre Sicherheit sorgt. Ja, ja, ich höre. Ja, dann zeigen Sie mir mal die Frau Kern. Diesmal haben Sie aber schwer daneben gelangt, Frau Gemeinwieser, das kann ich Ihnen sagen. Ist vielleicht die Aufklärungsquote der Polizei besser, ha? Ja, Sie haben schon recht. Gute Nacht, Frau Gemeinwieser. Ja, was hast du denn da? Gute Nacht? Farmer. Ja, was denn? Darf ich mal ein Taxi nehmen? Ja, freilich, wenn Sie es selber zahlen. Du bist ja ein lieber Hund, du triffst auf trockene Semmel. Ja, verfüllen das ja nicht, er frisst alles. Aha. Ja. Deshalb ist er auch so fett. Ich sehe, Ihnen gefällt der Hund. Sie können ihn haben für 50 Mark. Obgleich, ich gebe ihn nicht gerne her. Na ja, so schön ist er nun auch wieder nicht. 30 Mark. Na, hören Sie mal. 30 Mark für den Hund? Warum wollen Sie denn den unbedingt loswerden? Weil ich wandere bald aus. Nach Australien. Da sollten Sie den Zamper gleich mitnehmen. So schier wie der ist. Selber schier. Ich glaube, das nützt alles nichts. Wer den Astor gefunden hat, der rückt ihn auch nicht wieder raus. Ja, dann muss ich halt einen Finderlohn versprechen. Ja, daran würde ich mich gern beteiligen, wenn Sie das erlauben. Ja, was ist denn da so üblich? Ja, bei dem Astro da soll es mir auf 10 Mark nicht ankommen. Na, so was will der Kavalier sein. Nur 20 sind doch das Mindeste. Aber für 20 Mark, da kriegt man doch schon einen bildschönen Hund aus dem Tierheim. Nein, ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Ich meine, 20 Mark, das wäre ein Anteil, womit Sie mir imponieren können. Ich gebe dann natürlich nur 30 dazu. Na, damit behalten Sie ja wieder die Mehrheit an dem Hund. Dabei haben Sie doch sowieso schon die Mehrheit von dem Astor seiner Sympathie. Ja, dann geben Sie die 30. Na, wenn ich schon gebissen wäre, dann soll es auch nicht so teuer kommen. Ich gebe 20. Entlaufen. Bildschöner englischer Bulldog Rüde. Bildschön. Entschuldigen Sie, Mann, der hatte sich losgerissen, wollte auf die Straße, wäre bald das Auto gekommen. Mein Gott, Alexander! Ja, da dachte ich, ich halte ihn so lange fest, bis jemand kommt. Wenn ich dir einen Hönes gebe für deinen schwarzen Weg, da kann ich ja bloß drüber lachen. Und wenn ich dir noch den Rot drauf leg? Nix. Und den Rummenige? Nix. Den willst du auch nicht? Bist wohl ganz lecker. Na schön, kriegst halt meinen Beckenbauer.
Den Katschi gewinne ich hier. So wie der letzte Woche gespielt hat. Ja, mei, ich stehe halt auf den Katschi. Zeig mal. Ich auch. Frau, die fahre ich auch nicht in den Schulmann, gell? Ja, wer bist denn du, ha? Ich kenn dich ja gar nicht. Magst du Würste? Wie heißt denn? Zamperl, Wastl, Bürschi, Seppel, alles nix. Also, ich darf die Katschi taufen. Ja, Katschi, bist du mir noch oder meiner Semmel? Ah, komm rein. Servus, Papa. Grüß dich. Wer ist denn er? Das ist mein Hund. Du, tu sofort das Hundsviech aus der Wohnung. Sonst schäbert's. Aber der tut dir doch nix. Er kostet ja nix. Das, was der kostet, zahle ich von meinem Taschengeld. Eins. Katschi heißt er. Wie der Katschi von den Bayern. Zwei. Und außerdem, wir brauchen auch nicht mehr das alte Brot wegwerfen, wo du immer drüber schimpfst. Schau, da siehst du selber. Du, das ist von in der Früh, das hat mir die Mama für jetzt Mittag hergerichtet. Verstanden? Ich kann auf der Katschi nicht wissen. Drei. Oh. Ach, da ist er. Da wird man schon in seiner eigenen Wohnung bedroht. Hast du schon dressiert gegen mich? Der Katschi ist doch ganz harmlos. Der tut dir doch nichts. Warten wir doch erst mal ab, was die Mama dazu sagt. Ey, Mama, das ist mir wurscht, was die Mama dazu sagt. In dem Haus, das geschieht, da geschieht, was ich will. Verstanden? Das kriegen wir schon, Katschi. Grüß Gott. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich habe Ihren Hund gefunden. Ja, ja, es geht ihm glänzend. Brav, brav. Der Hund ist ganz aufgeregt, weil er Ihre Stimme erkannt hat. Ich möchte mich vorher noch erkundigen wegen dem Finderlohn. Der Hund hat in den beiden Tagen ungeheuer viel gefressen. Mit 50 Mark komme ich da nicht hin. Wie wär's mit 300? Schade. Schade für Sie, ja? Dann muss ich Ihnen wohl oder übel so ein Päckchen schicken. Sie wissen schon, was ich meine. So eins, was jetzt immer in der Zeitung steht. Also. Ich wusste doch, dass Sie an Ihrem Köter hängen. Und passen Sie mal gut zu. Sie werfen heute Mittag, Punkt 12 Uhr, eine zusammengeknüllte Papiertüte neben den Weißpferde am Viktualienmarkt. In der Tüte sind 300 Mark in Scheinen. Ja? Den Hund lasse ich dann eine Stunde später bei Ihnen um die Ecke frei. Der findet schon nach Hause. Und noch was, dass Sie mir nicht mit der Polizei kommen am Viktualienmarkt. Sonst wird Ihre Töle in einem ganz kleinen Kasten ganz schnell verrecken. Herr Pfafferoth, ja, dieser denn? Mann hat soeben angerufen. Der hat den Ast dort, der Hundefänger. 300 Mark will der. Dieser Gauner. Was? Hm? Ja, tun Sie doch was. Ja, was soll ich denn tun? Sie sitzen schon da auf seinem Platz, als wenn der Ast dort niemals mehr wiederkommt. So weit sind wir noch nicht. Ich kann ja wieder in mein Zimmer gehen. So, mich allein lassen mit dem Verbrecher. Ich bin doch kein Kommissar. Was kann ich denn tun? Ja, das Geld auftreiben. Also, wenn Sie mich heiraten wollen und mich ernähren wollen, dann müssen Sie mir erst beweisen, dass Sie einen Hund am Leben erhalten können. Also, von heiraten war ja nie die Rede, nicht? Wegen Ihrer Pension und wegen meiner Rente auch. Ja, aber Sie reden doch immer von Sympathie und so. 300 Mark? Herr Pfafferoth, ich weiß zufällig, dass Sie eine stille Reserve haben. Für Notzeiten. Ja, und wenn ich mich wegen einem Aster in Not fühle, ist das für Sie keine Notzeit. Der Hund hasst mich ja so. Ja, er verteidigt mich ja nur, wenn Sie mir zu nahe kommen. Ja, eben, und deswegen kommen wir nie zueinander. Hm. Wenn ich Ihnen verspreche, dass wenn der Astor wieder da ist, dass dann alles anders wird. Das glauben Sie doch selber nicht. Seit Sie in Rente sind, fehlt Ihnen etwas. Das Humane, das Menschliche. Ich meine halt die Verantwortung im Büro. Wenn Sie in meinem Haushalt, wenn ich Ihnen in meinem Haushalt einen Teil anvertraue. Die Wäsche. Nein, den Speisezettel und das Fernsehprogramm. Das bestimmen dann ganz alleine Sie. Das wäre schön. Aber was habe ich denn davon, wenn ich das bloß bestimme?
Na, da sorge ich schon dafür, dass der Astor sie auch zuschauen lässt. Glaubst du nicht, dass der Telefonanruf ein Schmarrn war? Nein, das war recht überzeugend. Ja, dann muss er ja bald aufkreuzen. Nicht? Ja, zwei Pferde, gesagt. Da bin ich aber gespannt. Und von wem kam denn der Tipp? Frag nicht so viel und trink, das kostet halt nichts. Wenn er so weitermacht, dann fegt er uns nur die ganze Tüten mit weg. Sie Fräulein, können Sie mit dem reden, der da zusammenkehrt? Ja, ist schön. Hab leider Glück. Scheiße. Doch, Ruhe! Muskelerei! Muskelerei! Die Tüten ist weg. Aui. Sie Fräulein, wo ist denn der da zusammengekehrt hat? Na, den kenn ich nicht, der kehrt doch nicht. Was wollen Sie von mir? Polizei. Wo haben Sie denn die Tüte? Welche Tüte? Kommen Sie mit. Wir gehen jetzt den Weg ganz langsam zurück. So eine Tüte fliegt nicht weit. Mhm. Komm mit. Und die zwei deine Spezi? Welche zwei? Die dann den Streit angefangen haben. Was für ein Streit? Okay, was denn für ein Streit? Sag mal, kennst du die Tüten? Aber ich. So, Herr Ferschl. Und jetzt sagen Sie mir, wo Sie den Astor versteckt haben. Ich habe gar keinen Hund. Ich kann Hunde nicht ausstehen. Na, natürlich nicht. Darum können Sie es so leicht umbringen. Dieser Zambalfänger, da bin ich doch gar nicht. Gut, ich gebe zu, ich habe die 300 M kassieren wollen, aber nur, weil ich in der Zeitung gelesen habe, wie der Kerl die Sache macht. Das war sicher nicht richtig von mir, sehe ich jetzt ein. Sie sind ein netter Mensch. Und jetzt sagen Sie mir gleich, wer die zwei Männer waren, die da am Markt dieses Ablenkungsmanöver inszeniert haben. Ich kenne keine zwei Männer, das habe ich Ihrem Herrn Kollegen auch schon gesagt. Das ist merkwürdig. Aber ich glaube da kein Wort. Ach, komisch. Komisch, ja. Und jetzt schauen wir uns Ihre Wohnung an. Das dürfen wir doch, ne? Die sind alle in Pension bei Ihnen. Ja, natürlich, ja. Da sagen Sie uns jetzt zu jedem einzelnen Hund den Besitzer. Die Besitzer sind ja leider alle verreist. Komisch, das sind sie immer in solchen Fällen. Ja, da werden sie doch sicher Papiere haben, oder? Ja. Ja, Pflegeverträge und so. Ja, 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 ja. Ja, die wollen wir jetzt sehen. Jetzt. Herr Ferschl, geben Sie es zu. Der Hundefänger sind doch Sie. Nichts hat mehr geklappt, mir ging's dreckig. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ja, aber deswegen bringt man doch nicht einen Hund um. Ich habe nie ein Tier umgebracht. Und das Fell im Backerl? Das Fell, das habe ich mir von der Abdeckerei besorgt. Die Leute haben in ihrem Schrecken gar nicht so richtig hingeguckt. Die Hunde habe ich dann verkauft. Ja, und was haben Sie mit den Astor gemacht? Den sehe ich nirgends hier. Er ist doch gar nicht hier gewesen. Den hat mir sein Besitzer auf der Straße geradezu aufgedrängt. Ich war gerade dabei, einen Schäferhund abzuleihen. Da muss er mich wohl beobachtet haben und hat gesagt, er würde mich nicht anzeigen, wenn ich seinen Köter auch mitnehme. Obendrein hat er mir noch 20 Mark in die Hand gedrückt. Und diese fette Töle habe ich dann laufen lassen. Das können Sie mir glauben, Herr Kommissar. Jetzt klar werden. Komisch. Komisch, warum mit dem jetzt gab? Kaufen wollte. Verkaufst die Uhr, habe ich gefragt. Nein, eine Mark hat er dafür angeboten. Gekostet hat sie 124. Was neu war vielleicht. Und dann hat er sie mir von der Hand gerissen. Und dann hat er zurückgeschlagen? Ja! Aber erst, als er nach mir gelangt hat. Fassen Sie mich doch einmal an. Da schlage ich genauso zurück. Ja, da schau her. Das täte mich schon interessieren. Ich rühre jetzt zwar nicht an, aber das täte mich schon interessieren. Ich sag's Ihnen zum letzten Mal. Langen Sie mich ja nicht an!
Du bist ja ganz ein Harzbürscherl, gell? Bloß ein wenig zimperlich. Ein Mimoserl gewissermaßen. Ein Pflanzer Rührbecher, was? Ich komm schon wieder zurück. Aber mit meinen Defels! Ja, bei der Gelegenheit kannst du deinen Ausweis abholen. Auf den seine Teufel, da freue ich mich schon. Da hast du deine Uhr. So, jetzt lest das einmal durch. Und dann tust du unterschreiben, gell? Herr Pfafferoth, geht's gleich her zu mir. Hast du gelesen? Ja, dann unterschreib. Ja. Servus. Wiedersehen. Okay, bitte ledig. So, nehmen wir's gleich hier Platz. Gibt's was Neues? Ja. Jetzt kriegen Sie erst einmal Ihre 300 Mark zurück. Danke euch schön. Obwohl, das Geld macht ja den Astor nicht mehr lebendig. Ach, der kommt schon wieder. Glauben Sie? Schön wär's ja. Jetzt mal da unterschreiben. Ja. Sie sind mir eine Erklärung schuldig. Der Hundefänger, der. Ja, der bei Ihnen angerufen hat, der Ferschl, der behauptet nämlich, Sie hätten ihm den Hund direkt aufgedrängt. Aber so einem können Sie doch das nicht glauben. Ich schon. Wissen Sie, dass Sie sich eigentlich strafbar gemacht haben? Sie haben einen Auftrag gegeben, einen Hund zu stehlen. Ja, aber dann habe ich Ihnen ja geholfen, den Hundefänger zu fangen. Ja. Wenn ihr nur wisst, was Sie für einer sind. Wachtmeister. Möchten Sie ein Geständnis machen? Herr Wachtmeister, ich habe es einfach tun müssen. Müssen? Ja, dann sind Sie ein Triebtäter. Und Triebtäter? Sind Sie die Frau Schmelzner und ich, wir sind uns etwas näher gekommen. Das heißt, ich war mir ja schon lange mit ihr einig, nur mit dem Astor, da war es ja immer so schwierig. Abends beim Fernsehen zum Beispiel, da hat der mich ja nicht aufs Sofa gelassen. Ja, das war halt sein Platz. Ja, sein Platz. Ist überall sein Platz. Im Schlafzimmer ist auch sein Platz. Dabei müsste es doch ein Trost sein, wenn sie nachts aufwacht und wenn da ein Mensch da liegt und nicht so ein. Nicht? Wenn ich auch manchmal ein bisschen schnarche. Auerfeldstraße 22. Da sind wir. Das ist Thomas. Überleg dir doch mal, was glaubst du, wer wir sind? Steuern kostet der Hund. Steiermarken hat er schon. Und Versicherung. War schon. Und was glaubst du, was der frisst? Das bleibt mir. Aber der Hund, der gehört uns doch überhaupt nicht. Der gehört mir. Du hast doch bloß die 50 Mark Belohnung passiert. Aha. Du willst dich einsperren? Wegen Diebstahl? Nein, siehst du überhaupt nicht mehr. So kannst du ihn wenigstens hier und da besuchen. Jetzt geh weiter, jetzt gehen wir da. Wenn er den Finderlohn rausfährt, kaufe ich dann Goldhamster. Ist das nix? Ich will ihn katschen, sonst gar nix. So, da bleibst du jetzt stehen. Halt den Hund fest. Du weißt, bis mit Pulver wieder geht. Den Katschen brauche ich nicht festhalten, der bleibt eh bei mir. Thank you.